Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu dem zweiten Wochenabschluss im Monat September. Ich hoffe, euch geht's gut und wir gucken uns einmal die Finanzen an aus der zweiten Woche. Das bedeutet vom 10. bis zum 16. und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als allererstes seht ihr hier der Spruch des Monats, der ist noch nicht ausgefüllt, den habe ich aber schon ausgewählt. Den wollte ich jetzt zusammen mit euch auf jeden Fall noch dahin schreiben. Und vorneweg noch einmal, ich bin leider krank, also ich bin auf jeden Fall erkältet. Deswegen kann es sein, dass alle weiteren Videos, wenn es jetzt noch schlimmer wird bei mir mit der Erkältung, sich leider ein bisschen verschieben, wollte ich nur schon mal vorwarnen, weil es natürlich gerade Ende des Monats ist und da stehen immer die meisten Videos an. Das tut mir auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen leid. Ich habe mich versucht, heute extra hinzusetzen, um noch die Ausgaben der zweiten Woche zu machen, um nicht ganz so in Verzug zu geraten. Aber leider tun meine Ohren auch schon ein bisschen weh und das ist meistens ein Anzeichen, dass die Erkältung ein bisschen stärker sein wird. Deswegen wisst ihr jetzt schon mal Bescheid, die nachfolgenden Videos, wie die Planung für den Oktober, die Gestaltung und so weiter, das sind ja wirklich immer ganz, ganz viele am Ende des Monats, könnten sich verschieben, falls ich jetzt krank, also richtig krank werde. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem Spruch des Monats. Und zwar war das, make it a September to remember. Wenn ich richtig geschaut habe, hatten den Spruch auch zwei. Ich habe den Spruch genommen, der als erstes da war oder die Person, die als erstes quasi da war. Das war Schmunzeln United und vielen lieben Dank auch für alle anderen Sprüche des Monats, die ihr immer schön unter die Videos schreibt bei den Gestaltungsvideos. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Ausgaben. Das war in der zweiten Woche gar nicht so viel. Und fangen wir erstmal an mit den Lebensmitteln. Tut mir übrigens leid, falls ich jetzt so ein bisschen durchhusche. Aber dann kann ich schnell wieder ins Bett. Also in der zweiten Woche haben wir insgesamt ausgegeben an Lebensmitteln 50 Euro. Das bedeutet, danach hatten wir noch 175, müsste das dann sein. Euro. Und das haben wir ja ausschließlich online. Quatsch, mir fällt gerade ein, das stimmt gar nicht. Denn wir hatten Anfang der Woche 50 Euro ausgegeben und dann nochmal 18 Euro. Und die 18 Euro, also 17,99 Euro, ist eine Degusta-Box. Eine Cold-Degusta-Box, wo frische Sachen drin sind. Also nicht frische Sachen im Sinne von Gemüse, Obst oder so, sondern von so kalten Sachen wie zum Beispiel Frischkäse oder irgendeinen Aufstrich oder sowas. Also was da drin ist, wissen wir ja noch nicht. Das ist ja so eine Überraschungsbox. Wir haben schon sehr lange keine Degusta-Box mal zusammen geöffnet, aber die Cold-Box wollen wir auf jeden Fall gerne wieder zusammen öffnen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Lust hättet, wenn mein Freund und ich das wieder zusammen auspacken vor der Kamera. Das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie haben wir es in den letzten Monaten irgendwie total vergessen. Aber die wollen wir auf jeden Fall wieder machen. Das heißt, das habe ich dann auch von den Lebensmitteln abgezogen. Ich hätte es auch bei Sparpaar abziehen können, aber da wir bei Lebensmitteln noch einiges drin haben, haben wir gedacht, wir machen das einfach von den Lebensmitteln. Es sind ja im Endeffekt auch nur Lebensmittel drin. Ja, und somit haben wir dann Ausgaben von 68 Euro für die Lebensmittel. 225 minus 68 ergibt dann 157 Euro noch, die übrig sind. So, dann kommen wir zu einer Sache, die ich nicht budgetiere, sondern das erzähle ich euch mal nur, um einfach vielleicht auch, euch auch noch mal ein bisschen zu sensibilisieren. Und zwar wurde ich ich glaube es war der 11., wurde ich gehackt bei Fressnapf. Mein Fressnapf-Account wurde gehackt und dann war mein Fressnapf-Account war mit PayPal hinterlegt und diese Person hat einfach Hundefutter bestellt. In Wert von, ich sag mal, nur 50 Euro. War total schlimm für mich, also egal was für ein Betrag, weil allein das Gefühl, dass sich irgendwer bei dir reingehackt hat, war richtig, richtig schlimm. Und diese Person war aber so dämlich. Also auf jeden Fall bin ich dann wieder in diesen Account reingekommen, obwohl einiges geändert wurde. Bei Fressnapf ist das gar nicht so einfach. Also, weil man kann da nicht Bestellungen einfach stornieren. Auch wenn man da anruft, können die das angeblich nicht einfach stornieren, sondern man muss das irgendwie anders machen.
Und in dem Fall musste ich dann auch, sonst wäre das wohl auch nicht so einfach gegangen, zumindest meinte der Herr das am Telefon von Fressnapf. Ich habe natürlich eine Anzeige gestellt und diese Anzeige musste ich in Kopie dann auch an Fressnapf schicken und dann haben die das erst storniert. Also richtig, richtig blöd. Es hat alles funktioniert. Ich habe jetzt auch das Geld wieder, denn das kann ich euch jetzt einfach schon mal erzählen. Wir haben ja schon viel, viel weiter. Also der Monat ist schon fast zu Ende, wenn ich das Video jetzt hier drehe und den Abschluss mache. Das Geld ist also wieder da. Deswegen muss ich das jetzt hier auch nirgendwo verbuchen. Aber es war natürlich trotzdem erstmal ein Schock und super viel Aufwand, weil man eine Anzeige stellen musste. Man musste sich mit Fressnapf auseinandersetzen. Ich habe da noch meine Mail hingeschrieben und so weiter und natürlich alle Passwörter ändern. Denn ja, man hat natürlich das Gefühl, also es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man gehackt wird. Und auch alle Lastschriften von PayPal habe ich jetzt abgestellt. Also sowas wie zum Beispiel Fressnapf, dass es verbunden war. Im Endeffekt ist es ja nur dafür da, damit der Einkauf nachher schneller geht, weil das Konto schon mit PayPal verbunden ist. Ist aber überhaupt nicht notwendig. Dann kann nämlich sowas auch nicht ganz so einfach passieren. Und deswegen habe ich das dann auch alles gelöscht. Also seid auf jeden Fall sorgsam mit euren Daten im Internet. Schaut vielleicht, wo habt ihr eine automatische Lastschrift, ganz oft bei irgendwelchen Online-Händlern, wie zum Beispiel Fressnapf oder aber auch Zalando oder so. Da ist auch meistens dann eine Karte hinterlegt, wenn man das speichert. Oder aber auch Amazon. Löscht das einfach und führt auf jeden Fall überall eine 2-Authentifikationsstufe dazu, wo es das gibt. Und das gibt es meistens überall schon. Dann ist es auch nicht mehr so einfach, dass man gehackt wird. Ja, auf jeden Fall seid vorsichtig im Internet mit euren Daten. Und dann machen wir jetzt weiter mit den Ausgaben. Und zwar habe ich 2 Adventskalender gekauft. Einmal für meinen Freund und mich. Das habe ich aber aus Sparpaar abgezogen. Das war auch der Degusta Adventskalender. Oh, das war wirklich, da hat man in dieser Degusta-Box so einen Zettel mitgehabt, die Coldbox für 17,99 anstatt, ich sag mal, 25 Euro und der Kalender anstatt 48 Euro, nur 38 Euro. Eigentlich bin ich dafür nicht anfällig, aber irgendwie an dem Tag war ich das schon. Und zwar habe ich dann diesen Adventskalender gekauft für 39 Euro. Der Tag war auch richtig krass, weil alles, was ich jetzt aufzähle, war alles an diesem einen Tag. Ich glaube, ich war richtig so in Shopping-Laune. Also, weil mich hat so viel getriggert, um irgendwas zu kaufen. Zum Beispiel bin ich danach auch noch in die Stadt gefahren. Und dann stand, da bin ich eigentlich auch überhaupt nicht so krass drauf, wenn ich sowas sehe. Aber bei Depot stand am Fenster Räumungsschlussverkauf, 50% auf alles und irgendwie sowas. Und ich sofort hin da und gekauft. Oh, das war so schlimm. Aber ja gut, manchmal gibt es sowas auch. Der Adventskalender in Sparpaar, da müssen wir mal gucken, was wir da noch drin haben. Das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Das hier war Sparpaar 483,72 minus dann die 39 Euro ergibt 444,72 Euro. Und dann, habe ich ja gerade gesagt, war ich dann noch bei Depot, weil ich, ja, ich wollte eigentlich nur schnell in die Stadt, um mir noch was fürs Gewerbe zu holen. Und zwar Stehordner für meine Steuersachen. Ja, und dann bin ich halt an diesem besagten Schaufenster von Depot langgelaufen und bin eskaliert. Und zwar habe ich ausschließlich Düfte geholt. Obwohl, die Düfte, das mache ich, glaube ich, bei Wohnung. Weil das hat ja was mit der Wohnung zu tun. Das kommen wir nachher nochmal hin. Aber dann hatte ich bei Luxus noch eine andere Ausgabe. Und zwar habe ich mir selber auch noch einen Adventskalender an dem Tag geholt. Mit vielen Lifestyle-Produkten. Early Bird Aktion. 10 Euro sparen. Oh, Leute, es war so schlimm der Tag. Aber ich liebe halt irgendwie auch Adventskalender. Also es ist jetzt nicht so schlimm, ich bereue den Kauf nicht. Aber ich war diesen Tag halt wirklich richtig krass anfällig für diese ganzen Aktionen. Oh, naja, okay. Also 5 Euro hatte ich dann noch im Luxus. Sinking Fund. Ja, dann kommen wir... Das war's alles, glaube ich. Genau, das waren alle Ausgaben aus den variablen Kategorien. Aber wie gesagt, bei Wohnung hatte ich ja dann noch die Ausgabe. Und zwar müssen wir hier erstmal nochmal gucken. Ich muss die unbedingt auch nochmal auf den neuesten Stand bringen.
Da haben wir nämlich am 1.9. 70 Euro reingepackt. Das heißt, 700 Euro sind bei Vivid, beziehungsweise das habe ich, glaube ich, nicht mehr bei Vivid, sondern mittlerweile rübergezogen auf mein Ink-Diva-Konto, wo die heißen ja, glaube ich, nur noch ING. Auf jeden Fall, ja, da kommen dann die Düfte von Depot für, oh, das ist ja echt schlimm, wenn man das aufschreibt, für 50 Euro. Oh, Gottes Willen. Ich zeige euch das mal. Das sind also auch so ein großer Duft, das passt gar nicht drauf. Das ist wirklich riesengroß. Also auch noch andere. Auch zum Beispiel noch dieses hier, also unbezahlte Werbung, habe ich selber gekauft. Ich liebe die Düfte, ich finde sie nur arschteuer und selbst reduziert eigentlich noch viel zu teuer. Weil dieses, also das ist ja schon relativ groß eigentlich, kostet aber normal 17 Euro. Also ich zeige euch mal die Flasche. Mega groß ist sie nicht. Und diese hier kostet Normalpreis 35 Euro. Was man dazu aber auch sagen muss, ich habe mir die nie gekauft, weil ich immer zu geizig war. Den hier haben wir schon stehen im Flur. Und unsere Wohnung, da sind eigentlich alle Türen immer auf. Und wir haben, glaube ich, so um die 73 Quadratmeter, ohne Schräge oder so, also 73 Quadratmeter. Nur die Toilette ist meistens zu. Und in jedem Raum riecht man dieses Zeug. Und das hatte ich noch nie mit günstigeren. Also das hat noch nicht mal mein Badezimmer ausgefüllt, so ein Ding, was ich sonst zum Beispiel bei DM oder so kaufe. Zumindest habe ich damit die Erfahrung gemacht. Und das riecht wirklich an dem Stand, wo es riecht, wo es steht, riecht es wirklich sehr stark. Aber alle anderen Räume haben so einen angenehmen Duft, so einen so einen indirekten Duft danach. Also wirklich kann ich nur empfehlen, falls Depot bei euch vielleicht gerade auch noch 50% Rabatt hat, schaut dann mal nach diesen Düften. Also es riecht wirklich richtig gut. Aber Normalpreis würde ich es trotzdem nicht kaufen, weil ich es einfach zu viel Geld finde. Ja, und da habe ich insgesamt, glaube ich, 4 Düfte gekauft. Und so bin ich dann auf 50 Euro gekommen. Hilfe. Ja, also dann haben wir da noch 650 Euro drin. Und ich habe noch ein Geschenk. Und zwar machen wir das auch so bei der Arbeit, wenn man da zum Beispiel einen runden Geburtstag hat oder einen Abschied feiert. Das hier war in dem Fall, glaube ich, Abschied. Schenken wir 5 Euro jeder, der möchte. Also das waren dann 5 Euro. Das heißt, 120 Euro sollten noch im Umschlag sein. Und das waren jetzt aber alle Ausgaben, die ich hatte. Ich hatte sehr viele Einnahmen. Da kommen wir jetzt nochmal schnell drauf zurück. Und zwar fangen wir mal an. Also die Woche war richtig gut, was die Einnahmen betrifft. Wir waren ja auf dem Flohmarkt und da haben wir insgesamt 143 Euro eingenommen, mussten aber auch 30 Euro Standgebühren bezahlen. Das heißt, wir haben 113 Euro. Wir haben natürlich gehofft, es wird mehr sein, aber es ist natürlich in Ordnung. Beim Flohmarkt kriegt man wirklich nicht mehr viel für seine Sachen. Wir haben trotzdem, ich glaube, so 1,5, 2 Kisten verkauft. Und das ist mega toll, weil das kommt nicht mehr in den Keller und das ist einfach nur ein schönes Gefühl. Und wir haben gesagt, wir haben da keinen Unterschied gemacht zwischen, das ist von meinem Freund, das ist von mir, sondern wir haben einfach verkauft und haben dann nachher das alles zusammengelegt immer. Und das zahlen wir in ein besonderes Sparziel. Da komme ich aber nochmal im Laufe des Oktobers wahrscheinlich drauf zurück. Deswegen tracke ich das jetzt hier nicht. Wollte euch nur erzählen, dass wir halt beim Flohmarkt 143 Euro eingenommen haben. Und es war wirklich richtig schön. Es war schönes Wetter. Wir haben nette Leute kennengelernt und ja, war richtig schön. Dann habe ich meine Payback-Punkte auszahlen lassen. Und das waren insgesamt 24,49 Euro. Ich würde euch auch raten, das regelmäßig auszahlen zu lassen oder bei DM zum Beispiel an der Kasse verrechnen zu lassen. Denn mir wurden auch da leider schon mal 1000 Punkte geklaut und das sind 10 Euro. Und das ist halt auch richtig ärgerlich. Und deswegen habe ich mir das wieder auszahlen lassen, weil 24 Euro war dann schon wieder eine Menge, die ich da hatte. Und leider derzeit nicht mehr so viele Coupons, aber ich bekomme so viele Punkte, weil ich nicht nur die Standard-Coupons benutze, sondern die von Alcoupone von Instagram.
Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das einmal unten in der Infobox. AL. Und dann Coupone. Also wie so ein Coupon quasi. Vielleicht heißt es auch Alcoupon. Aber ich sage irgendwie mal Alcoupone. Naja, ist ja auch egal. Guckt einfach mal bei Instagram bei dem vorbei. Momentan gibt es da nicht ganz so viele. Also dann haben wir 47,05 €. Dann habe ich eine Sache verkauft. Und zwar ein Sportgerät aus dem Keller, was ich schon seit 2 Jahren da unten stehen habe und immer wieder so sage, ach, ich benutze das noch. Ich verkaufe das nicht. In den letzten 2 Jahren habe ich es nicht einmal benutzt, also weg damit. 25 € habe ich dafür noch bekommen. Das bedeutet 72,05 €. Jetzt habe ich noch 2 Sportgeräte unten stehen, wobei ich eins auf gar keinen Fall verkaufen möchte. Deswegen eins ist aber noch zum Verkauf drin. Und dann haben wir Pfand weggebracht für 3,23 €. Das ist ja in meiner Pfand-Challenge oder in unserer Pfand-Challenge. Das ist ja auch von uns zusammengespart. Und dann habe ich aber Attapol noch auszahlen lassen. Das ist ja eine Umfrage-App und da habe ich 3,21 €. Über PayPal auszahlen lassen, 75,26 €. Genau, das waren alles meine zusätzlichen Einnahmen. Also echt richtig gut, 75 € haben wir jetzt schon. Und eine Ausgabe habe ich noch vergessen, die tracken wir nochmal schnell. Und zwar auf dem Flohmarkt musste ich auf die Toilette 2-mal und jedes Mal musste man 50 Cent bezahlen. Dass 1 € zusammenkam und ich jetzt noch 59 € habe. Ich habe es einfach mal ungeplant gebucht. Wo hättet ihr das gebucht? Man hätte es natürlich auch gleich von den Flohmarkt-Einnahmen abziehen können, aber das wollte ich irgendwie nicht, weil das fand ich irgendwie blöd. Deswegen habe ich das dann hier bezahlt, aus dem Ungeplanten. Jetzt kommen wir aber noch zu den Spar-Challenges. Und zwar fangen wir einfach mal an mit, wie immer, der Geldwäsche-Challenge. Da kommt ja nichts dran vorbei, oder geht ja nichts dran vorbei, das spiele ich ja wirklich immer. Und zwar sind das diesmal, so, also wir haben jetzt den 16.09. nur 2 gewesen, also 87 €. Natürlich malen wir noch 2 Shirts an. Und packen die 2 € hier rein. Dann kommen wir zur Money Street. Hierfür schauen wir mal. Wir hoffen einfach mal, dass wir keine 2 würfeln. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dann komme ich auf das Ereignisfeld. Das zeige ich euch einmal schnell. Und zwar sind das die 2 Würfel hier und das bedeutet Würfel und spare die doppelte Augenzahl. Okay. Also 12 €. Kein Problem. Schmälert sich nur der Betrag, den ich nachher in die 52-Wochen-Challenge packe. Da wollte ich ja bis Ende des Monats warten, um zu schauen, was ich da noch so reinpacken kann überhaupt, was ich noch übrig habe von meinem Challenge-Geld. Also 12 €, das bedeutet 457 € sind jetzt schon in dem Money Street-Umschlag. Haben wir hier Kleingeld drin, aber ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon rausgenommen. Da packen wir jetzt die 10 € vom Verkauf rein. Und 2 € aus meiner Kleingeldbox. So. Die 52-Wochen-Challenge machen wir halt heute nicht. Genauso wie die 5 und die 10-Euro-Challenge. Das mache ich ja erst am Ende des Monats. Aber wir kommen zum Sparrad. Und hier können wir einmal drehen. 10. Juhu! Da kommen dann die nächsten 10 € rein vom Verkauf. Die hatte ich hier nämlich gerade liegen. So, das sind dann 16.09.
10 Euro, das heißt 95 Euro sind da jetzt im Umschlag. Richtig gut. So, und das ist ja mein Einerbinder. Wir haben ja noch den anderen Sparbinder. Ich mache übrigens gerade bei Instagram so eine Vorstellung der Binder. Also ich gehe alle einmal genau durch. Habt ihr Lust, dass ich diese Kurzvideos auch hier bei YouTube hochlade? Dann lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, einfach, wir spielen heute nichts mehr. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Da haben wir jetzt nämlich dann die 2 Euro, ups, so die 2 Euro für das für die Geldwäsche, die 12 Euro für das Money Street und die 10 Euro nochmal. 24 Euro, ich glaube, das reicht. Das müssen wir natürlich jetzt hier nochmal eintragen. Dann sind das in Woche 2 24 Euro. Ach, und lasst gerne mal in die Kommentare einen Kommentar da, welche Farbe ihr für den Oktober vorschlagen würdet. Ich bin irgendwie so bei Orange, aber so Orange vielleicht ins Braune, also so herbstmäßig, aber dennoch irgendwie so ein bisschen Halloween-mäßig. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal unten eure Ideen reinschreibt. Da kann ich mir vielleicht noch ein paar Inspirationen holen und ja. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein, zwei Däumchen nach oben da. Und wenn ihr kein Abonnent meines Kanals seid bisher, dann würde ich mich natürlich auch über ein kostenloses Abo freuen. Denn so verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dahin. Tschüss.